Mozuki hat sich meine Haustiere gekrallt, also nehme ich die von anderen. Motten Mozuki gewählt? Tja, diese Haustiere wählten mich. Ist doch so. Ich sagte, ist doch so. Nein! Hör auf! Das sind unsere Seelentiere. Wirklich? Das tut mir leid. Ich konnte keine Elefanten oder Schimpansen finden.
Motsuki-Mottenhaustiere viel besser als doofe Luna-Haustiere. Haha, von wegen. Luna gemein. Motsuki will alle haben. Mehmet und lebe auf Mond. Ah! Hey! Rhino! Super Gecko-Muskel! Ja! Oh nein! Du auch, Haustier von Motsuki? Gecko, es geht mir gut. Wir lassen dich nicht zurück. Gib mir meine Haustiere wieder, Motsuki. Tut, was Motsuki sagt und kommt für immer zum Mond. So viele super Haustiere, alle für Motsuki. Wie kommen wir hier nur raus? Wir hätten uns schon viel früher mit unseren Seelentieren verbinden sollen. Rhino, höre mich. Hilf mir. Kraft der Katze, hilf mir. Grauer Vogel, höre mich. Hilf mir. Bereit? Jetzt gib mir die Steine. Niemals! Leute, das wird langsam ziemlich eng hier. Wenn du sie mir nicht gibst, muss ich sie mir wohl nehmen. Heiß, heiß! Unglaublich! Zeit, euch da rauszuholen. Schon viel besser, danke. Wie ist denn dein Name? Ja, ich verlange, dass du mir sagst, wer du bist. Sofort! Du befiehlst mir gar nichts mehr. Warte, du bist der Drache? Moment, was? Ich meine, hast ja lange gebraucht. Ja. Ich bin der Drache, die Beschützerin des Rätselberges. Du hast mich befreit, als du meinen Gong zurückgebracht hast. Und jetzt ist es Zeit für dich zu gehen. Ich schicke euch den Berg hinunter und es wird vielleicht etwas holprig. Also, Drachenwesen, Mädchen. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ja, du hast uns gerettet. Und wir schulden dir einen großen Gefallen. Nein, wir sind quitt. Danke für alles, PJ Masks. Jetzt müsst ihr in eure Welt zurückkehren. Was? Einfach so? Wir kennen nicht mal deinen Namen. Ich bin Anju. Man nennt mich das Drachenmädchen, die Beschützerin des Berges. Ja! Jetzt schnappt ihr die peinlichen PJs! In den Klitzeklein zurückverwandeln. Und zwar schnell. Was ist denn? Unsere Freunde sind in Schwierigkeiten? Ja, wir sollten ihnen helfen. Aber ich kann nicht in die Stadt zurückkehren. Ich will doch auch nicht, dass sie in Gefahr sind. Ninjalinos, die PJs sind abgelenkt. Lauft schnell ins Museum und klaut alle Schriftrollen. Dank meines unschlagbaren Klebeklatscher-Monsters kann mich niemand mehr aufhalten. Au! Eulette, pass
Mann Yu wäre jetzt hier. Gib mir sofort die Eismaschine, Romeo! Nein, Meister ist unschuldig. Du hältst dich für eine gute Detektivin, aber du kannst nicht alles wissen. Mach einfach das Labor auf. Ich nehme die Eismaschine mit. Eulette! Was ist denn? PJ Robo wurde vereist. Und hier sind Pfotenabdrücke. Pfotenabdrücke? Ich glaube nicht, dass Romeo hinter der Eisattacke steckt. Es sind die Wölfis. Das sind meine Erfindungen, ihr fälligen Flöhe. Ich sollte der sein. Was? Der die Weltherrschaft mit ihnen übernimmt. Das nenne ich mal eine Eisrennbahn. Glaubst du mir jetzt, Eulenmädchen? Ich. Sofort anhalten! Höchste Zeit, den Meister zu retten. Eulenflügel rennt! Es funktioniert nicht. Hätte ich nur auf sie gehört. Auf Catboy und Gecko und... Auf dich hätte ich auch hören sollen, Roboter. Du hattest recht. Roboter sagte die Wahrheit. Weiß ich doch. Tut mir leid. Wenn es Eulenmädchen leid tut, will Roboter helfen. Helfen? Du hast einen Plan? Roboter baut eine neue Erfindung. Keine Erfindungen mehr. Davon haben wir schon genug. Was? Oh, was für eine Erfindung ist es denn? Eine Fernbedienung. Sie soll den Wolfswagen und die anderen Maschinen anhalten. Was kann ich tun? Roboter braucht noch Zubehör. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Eulenaugen! Letter, endlich damit auf. Aber ich hab dich doch befreit. Er wurde nur eingefroren, weil du Romeo wütend gemacht hast. Hey, ich halte ihn doch nur davon ab, mit seinen Insekten Ärger zu machen. Geht es dir denn wirklich nur um die Insekten? Flatternde Federn! Aktiviere Raketenschubdüsen! Ich zeig's euch allen! Noch mehr Flatter, Flatter? Das ist irgendwie lustig. Hey, Mozuki! Was haben diese schrägen Pyjama-Kids vor? Roboter, ist jetzt wirklich der beste Zeitpunkt, das Labor zu putzen? Ich will Vergeltung! Entschuldigung, Meister, ich habe Frühjahrsputz gemacht, während Sie mit dem Insektenchaos beschäftigt waren. Ha! Das wirkliche Insektenchaos bekommen Sie erst jetzt. Ich werde sie über die ganze Stadt verteilen. Nicht, wenn wir dich vorher daran hindern. Eulenflügel weg! Oh nein, Brückensteuerung Z, Steuerung Z. Bis dann, Erfinder-Bubi. Ja, wer hat jetzt Probleme beim Fliegen? Ich muss doch irgendwie diese Motten loswerden können. Denk nach, Romeo, denk! Ich versuche hier ein böses Genie zu sein. Kannst du vielleicht ein andermal staubsaugen? Ha, das ist es. Oh oh. Mozuki, meine Motten. Ich benutze die Mottenleuchtkraft, um mein Labor mit Superkraft aufzuladen. Das ist allerdings erst Teil 1 meines Plans. Oh oh. Mir gefällt es nicht, was er da sagt. Mottenkraft! Zeig, was du drauf hast! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Ah! Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Ich schaff das schon! Was ist denn, Roboter? Was ist was? Das habe ich nicht gemeint. Was willst du? Nur meinem Meister dienen, natürlich. Ich versuche, den Strahler aufzuladen, also hör auf, an die Tür zu klopfen. Aber das habe ich nicht, Meister. Und ob, ganz sicher hast du das. Habe ich nicht. Doch, hast du wohl. Hä? Hey! Nein, 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 nein! Vorsicht, Meister! Eulette, wo bist du? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Komm! Roboter, du hast die unsichtbare Eule reingelassen. Was hast du dir dabei gedacht? Entschuldigung.
Entschuldigung, Meister, ich habe sie nicht gesehen. Dann schau genauer hin. Das war echt knapp. Ja, Meister. Eulette? Ich bin hier. Hä? Habt ihr das gesehen? Also nicht wirklich. Du bist unsichtbar. Schon vergessen? Ich war so nah dran, den Unsichtbarkeitsstrahler zu bekommen. Wir hätten dir doch geholfen. Ich hab gedacht, ich schaff das allein. Ihr habt mich das letzte Mal nicht mit einbezogen. Aber da lag ich wohl daneben. Ob sichtbar oder nicht, wir sollten als Team arbeiten. Nur auf diese Weise können wir Romeo besiegen. Du hast recht. Was stehen wir hier noch dumm herum? Höchste Zeit, ein Held zu sein. Zusammen. Ich bin hier. Wieder voll aufgeladen. Jetzt mache ich mich selbst unsichtbar. Und übernehmen die Weltherrschaft. Das wollte ich gerade sagen. Übernehme die Weltherrschaft. Du glaubst also, unsichtbar zu sein wäre die Antwort? Tja, was du kannst, kann ich auch. Wo ist sie? Und ich erst recht. Ha, ich bin so schnell, das ist fast genauso gut wie unsichtbar sein. Erster Hinweis. In Wasser und Luft sie leuchtet und sprießt, den Stiel ihrer Blüte du niemals siehst. Noch so ein schweres Rätsel. Also etwas, das Wasser und Luft zum Blühen braucht. Ja, eine Blume. Vielleicht muss man nach oben, um sie zu finden. Mal sehen. Oh, eine Lotusblüte, die leuchtet. Ja. Wuhu. Cooler Move. Danke. Das nenne ich meinen Superschwung. Ziemlich cool, hä? Huh? Das macht Spaß. Wie ist der nächste Hinweis? Sieht aus wie eine Ninja-Schatzkarte. Und der Ninja-Stern markiert den Ort. Wir sollten ihn finden, bevor die Ninja-Linos die Stadt ruinieren. Meine Flügel sind dafür spitzenmäßig geeignet. Oder sollte ich sagen, flügelmäßig. Wer hat hier die Eulenkraft? Ich! Da ist er, der Ninja-Stern. Okay, Jungs, geht die Hauptstraße runter und dann links. Ah, Mann, ist der listig. Ihr habt also das erste Rätsel gelöst. Anfängerglück. Ihr werdet niemals gewinnen. Ach, wenn meine Ninjalinos doch nur Flügel hätten. Bei den Ninjalinos sieht es gar nicht so aus, als wollten sie die Rätsel lösen. Ja, sie folgen uns einfach nur. Weil sie schummeln müssen, um uns zu besiegen. Kommt schon. Bist du sicher, dass er hier ist? Absolut sicher. Super Katzentempo. Da drin ist nichts. Vielleicht ist er darunter. Wir waren zuerst hier. Super Katzentempo. Super Gecko-Muskel. Oh. Ja. PJ Masks, wie wär's, wenn wir Nachtninja zeigen, wer hier der Boss ist? Ja!
Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gecko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal krieg ich euch PJ Masks. Ich muss Luna Girl von da weglocken, sonst stecken wir beide in Schwierigkeiten. So, die neue Linse macht mein Mondportal 10-mal so stark wie vorher. Rühr dich nicht von der Stelle! Warte, du hast es repariert? Repariert? Nicht ganz. Ich habe eine stärkere Linse eingesetzt. Dann ist es vorbei? Nein, noch nicht. Du hast es kaputt gemacht und ich hab's repariert. Du bist mir was schuldig. Aha! Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, wir wissen, dass du es kaputt gemacht hast, Luna Girl. Moment, sie wissen es nicht? Wissen was? Nichts, rein gar nichts. Geh einfach von dem Teleskop weg. Nein, ich hab's repariert und ich öffne jetzt damit mein Mondportal. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ach nein? Nein, Morten fangt sie. Oh nein, vergiss es! Nicht schon wieder! Ich hab's! Ja! Dieses Mal konntest du es nicht zerstören! Zum letzten Mal, Plagegeister! Ich war das nicht! Wer denn sonst? Ja, weil nur du und Eulette waren... Es ist wahr. Luna Girl hat es nicht kaputt gemacht, sondern ich. Was? Ich habe mich nur daran angelehnt und dann ist es umgefallen. Es war ein Versehen. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte. Es war leichter, die Schuld auf Luna Girl zu schieben. Für gewöhnlich ist sie die Böse. Aber das war falsch. Ich bin keine Heldin. Und? Und sie hat auch das Teleskop repariert. Was? Und ich entschuldige mich, dass ich nichts gesagt habe, als es passiert ist. Hier, bitte, für euch. Und jetzt seid brav, okay? Ich muss rausfinden, wie ich Romeo aufhalten kann. Und das allein. Entschuldigung. Hey! Nicht die Wände bemalen. Ja, und du, komm sofort herunter. Hast du verstanden? Super Eidechsengriff. Das reicht jetzt. Wir nehmen eine Auszeit. Ist schon gut, nicht weinen. Wollt ihr weiter Findet Gecko spielen? Ja! Wenn mein Babystrahler repariert ist, kriegt die Eidechse ihn zu spüren. Kitzelkätzchen, runter, runter! Alarm im Hauptquartier! Oh oh, Romeo ist auf dem Weg! Wenn mich der Strahl auch trifft, wird er mit seiner Babyarmee die Welt beherrschen. Es sei denn... Wer von euch will Superheld spielen? Oh ja! Ich will! Na dann los! Vertrau mir, du schaffst das! Schwing die Flügel, ungefähr so! Guck mal, ich fliege! War schon ganz gut. Versuch's noch mal. Jetzt blättere richtig stark und mach den Super-Eulenflügelwind. Supi-Eili-Flügelwind! Yay! Sie werden ja so schnell erwachsen. Ich bin dran. Ich will auch. Ziemlich spatzenhirnig, hä? Huh? Nö. Oh. Hey, hört auf, euch zu streiten. Sie hat angefangen. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, Romeos Plan zu durchkreuzen. Aber was ist sein Plan? Keine Ahnung. Meine Motten haben nur gehört, wie er vom Projekt Mondcracker sprach. Mondcracker? Hört sich wie ein Keks an. Was es auch ist, keine Sorge. Mein Flugtrick hat ihn ausmanövriert. Trick? Er hat dich ausgetrickst.
Ganz genau. Mit meinem Peilsender war das einfach. Ich habe so getan, als würde ich euch verlieren. Dabei habe ich euch die ganze Zeit verfolgt. Bring das Board und den Magneten weg. Wir halten den Roboter auf. Super Katzensprung. Hey, das ist mein Gleiter. Oh, das tut weh. Dieses Mal muss es klappen. Armer Mond, der Schatten hat dich gleich verdeckt. Doch das hat meinen Mut geweckt. Komm schon. Wir müssen Romeos komischen Keksplan stoppen. Luna, kannst du aufhören, Eulette auf die Federn zu gehen? Ich versuch's. Du musst dich auch bemühen, Eulette. Auf einer Mission geht's darum, mit Schwierigkeiten klarzukommen. Sie ist nun mal ein wenig schwierig. Okay, ich hab's verstanden. Unsere Mission lautet Romeo aufhalten. Schritt Nummer 1, wir dürfen nicht mehr vor ihm weglaufen. Wir müssen angreifen. Nur so können wir ihn aufhalten. Ich bin dabei. Doch davor müssen wir ihn finden. Klasse. Und das heißt Eulenaugen. Nee, meine Motten machen das. Was? Eulenaugen sehen alles. Motten sehen mehr. Flatternde Federn. Da ist er. Uhu. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp. Roboter hat gewonnen. Nein. Ja. Oh, aber wie komme ich hier raus? Endlich. Uhu. Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's. Das ist Romeo, er ist verkleidet. Nein, er ist es. Romeo ist ein böses Genie. Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich. Wenn du Eulette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte. Ich bin's. Passt auf! Wow. Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eulette. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun?